Auch nicht noch was. Wenn man aus drei Ingredienzien hergestellt wird. Bei Hofe wird man sich im Ort des Schwarzen Adlers gegenseitig seine politische Vorstellung zu, während ich Ruhe dasitzte, absichtlich vergessen. Was? Ab und zu werde ich von einigen bemerkt und sie denken, senken schweigend ihre Köpfe, bis sie wieder an den Diskussionen zuwenden. Sie alle wissen, ich bin der Alexander, der ihren Vätern und Großvätern half, diesen Orden zu gründen. Ich habe gesehen, wie sie die Plätze ihrer Väter eingenommen haben. Und auch sie werden älter und dahinscheiden, während ich derselbe bleibe, nicht durch die Zeit gealtert, sondern durch Qualen. Tag! Okay, da geht's. Wo ging's hin? Altarraum, Eingang, okay. Meine Kisten wurden weggeräumt. Was denn jetzt noch? Agrippa, der sterbende Braun, braucht ein spezielles Tunikum, das ihn rettet. Okay. Querschiff. Meine Fresse, ey. So, was haben wir denn hier? Einen schönen Ort. Hallo? Kann ich da dran machen? Ein Stück Fleisch dran machen? Das Seil muss hochgezogen, okay. Sehr pingelig, aber okay. Ist hochgezogen? Nu? Jetzt bringen wir das da runter. Ja klar, zieht etwas am Seil. War doch der Sinn der Sache. Der Knochen ist mit Schleim bedeckt. Okay. Okay, danke! Okay.
Lisa. Ja, wie schön die Geräusche. Der Vergewaltiger hing kopfüber, seine Tränen verliefen mit dem Blut, das aus seinem Bauch floss. Die Säge zwischen seinen Beinen steckte in der Hüfte fest und ließ sich nicht weiter bewegen. Der Mann machte einen Schritt zurück und wartete, bis das Opfer verblutete. Der Vergewaltiger! Ja, das ist aber nicht fein. Also nicht nett auf jeden Fall, sag ich mal. Mein Behälter, hier. Hier liegen die Därme, oder? Ne, es ist nur ein Seil. Finde einen Weg. Okay. Meine Fresse. The cradle is ready. Good. You're a man. How can you partake in this? Is he all right? He is one of the wicked. Don't pay his lies any attention. I'm not a bad man. It was an accident. He set a man on fire. He's on fire. Horrible. Of course. We are dealing with monsters here.
Machen wir einfach mal eine mittendrin an. Ist das jetzt schon wieder? Ach ja. Der Brandstifter schrie, als er langsam gepfählt wurde. Es war nicht schwierig, den Willen der Opfer zu brechen. Sie wollten, dass er stirbt, aber die Folter hatte einen größeren Effekt als erwartet. Es war nicht die angewandte Methode, es war der Brandstifter. Er war anders als die anderen. Sie werden ihn erneut vergessen lassen. Ja, und was ist das jetzt hier mit diesen Dingern hier auf sich? Ahnung. Na gut. Scheinbar nix. War da schon die ganze Zeit eine Leiche drinne? Hallo? Auch nicht angenehm, wa? Kann man sich auch Schöneres vorstellen. Ach nee, da drüben war ich noch nicht. Okay, ich will auch nicht mehr. Magisch. Sie bewegen sich von allein. It's magic. Ach, das ist... Ah, okay. Oh.
Guten Tag. Kann man sich hier drin verstecken? Hohoho. Ganz sneaky hier. Die Kidnapperin war auf ihren Knien und ihre Hände waren auf ihrem Rücken zusammengebunden. Sie fühlte, wie ihre Hände angehoben wurden und ihr Körper folgte. Ihre Schultern gaben dem Gewicht ihres eigenen Körpers nach und knackten laut. Knackt noch! Die aufgehängte Frau schrie hysterisch, als der Mann näher kam und zum nächsten Schritt überging. Ah, Ketten wieder. Was ist hier? Was ist das für ein Ding? Oh, Totalausfall wieder. Machen wir Tür zu. Windows wird wieder hochgefahren. Hat uns das jetzt irgendwas gebracht? Und wie nicht so, ne? Hat nicht so viel gebracht. Ich hätte ja gedacht, hier irgendwie reißt was oder so. Gucken, wie weit es geht. Ah, zu Ende. Kann man das Seil mitnehmen? Ich brauche ein Seil. Ne, kann man scheinbar nicht. Na gut. Okay. Gehen wir mal hier hoch. Oh Gott. Meine Fresse, ist das eine scheiß Treppe. Ach, Alexander, hallo. Alle Senkrechtkeule. Nicht ganz so fit mehr, der Gute. Ich hätte gern meine Ruhe hier. Da haben wir doch was. Da haben wir auch was. Okay. Gut. Dann nehmen wir erstmal die Notiz. Notizen zur Folter. Es sind einige wichtige Punkte über Folter anzumerken. Ich hatte angenommen, dass die Reaktionen der Opfer sehr unterschiedlich sein würden. Glücklicherweise ist das nicht der Fall. Alle Menschen gehen ähnlich mit körperlichen Schmerzen und der Angst vor dem Bevorstehenden um. Ich kann nicht genug betonen, wie wichtig es ist, die Opfer vor Beginn zu bändigen. Selbst das schüchternste Geschöpf kann in Gewalt ausbrechen und seine Stärke die erwartete weit übersteigen. Wurde der Wille des Opfers gebrochen, sollte dies allerdings kein Problem sein. Es hemmt jedoch auch den von mir gewünschten Effekt. Demnach sind folgende Schritte einzuhalten. Das Opfer fesseln, solange es noch benommen ist, die Art der anzuwendenden Foltermethode zeigen und mit dem eigentlichen Folterakt beginnen. Das Vorzeigen der Foltermethode soll das Opfer in Schrecken versetzen. Der menschliche Verstand ist extrem effizient. Die bloße Vorstellung an das Bevorstehende versetzt das Opfer in noch größere Angst. Bei Zufügen der Schmerzen sollte zu großer Schaden vermieden werden, da die besten Resultate erzielt werden, wenn der Prozess aufrecht erhalten wird. Außerdem sollten die Schmerzen in Dosen zugefügt werden, wenn möglich, mit Pausen, damit sich der Körper beruhigen kann. Schlagen oder Schneiden des Opfers sollte einmal erfolgen, dann warten, bis der Schmerz vorüber ist und dann wiederholt werden. Das ist ja nett, dass hier so noch eine Anleitung gibt. Solange der Körper leidet, wird Lebensessenz produziert und das Blut mit ihren Eigenschaften gesättigt. Nur bei behutsamer Vorgehensweise wird der maximal gewünschte Effekt erzielt.
Verhält sich das Opfer nicht wie erwartet, ist es wahrscheinlich, dass alles umsonst war, und das zu vermeiden ist Amnesietrank zu verabreichen und später erneut zu versuchen. Aha, Amnesietrank. Bist du es, meine Liebste, die ich so vermisse, oder bin ich es selbst? Ich weiß, was ich geworden bin. Ich bin nicht blind. Ich bin ein Monster für sie, ein dämonischer Sultan, der auf dem dunklen Berggipfel haust. Ich kann nur wenig tun, um mich selbst zu erlösen. Der schwarze Adler fürchtet mich, und nach Napoleons Niederlage ist es nur eine Frage der Zeit, bis sie meinen Kopf auf einer Tablette präsentiert haben wollen. Hä? Auf einem, oder? Wollen. Ich muss aus diesem Land fliehen. Dieses Mal muss es funktionieren. Wenn ich jetzt nicht zurückkehren kann, soll ich untergehen. Tach. So, jetzt habe ich ja hier... Die beiden kann man noch miteinander verbinden, ne? Ja. Okay. In welcher Raum war das jetzt? Ich glaube, der. Nee. Nee, der war es nicht. Der da war es, glaube ich. Ja. Ist mit Blut gefüllt. Okay. Was war hier nochmal? Doch, ich habe alle drei Räume angeschaut. In zwei Räumen gab es die Kristalle und in einem Raum gab es Blut. Ich war in allen dreien.